Also Leute, einen wundervollen und schön, dass ihr da seid. Hello aus der Küche. Jetzt habe ich in der Sekunde hier ein Katzenhaar, was mich krabbelt. Ihr seht's schon, ich stehe in der Küche und muss nicht irgendwie erst wieder reinlaufen, weil ich irgendwas umgeschalten habe. Das heißt, der wundervolle Rabibi ist mit in the house und wird heute wieder das ein oder andere ganz nah ran für euch filmen, um euch die Nase lang zu machen. Herzlich willkommen heute beim EMP Stranger Things Kochstream, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wer von euch die komplette neue Staffel schon geguckt hat. Gestern kamen die letzten Folgen raus und was soll ich sagen, ihr Lieben? Ich habe gestern gesuchtet und die Staffel ist so gut geworden. Und ich war, muss ich zugeben, irgendwann die Person, die gesagt hat, nee, Stranger Things, voll die Kackserie mit dem Schoko-Nougat und so. Und dann habt ihr mir alle gesagt, was? Guckt das mal ordentlich, das ist voll geil. Und ich so, naja, komm, ich guck das halt nochmal. Und tatsächlich mag ich die eine Staffel mit dem Schokoriegel immer noch nicht so gerne. Aber was soll ich sagen? Ich bin sowas von Stranger Things süchtig und traurig, dass die Staffel vorbei ist. Und jetzt muss ich auf die neue warten, ihr Lieben. Und EMP hat mir noch gesagt, sie schicken mir etwas, was ich erst verstehe, wenn ich die letzten beiden Folgen gesehen habe. Ich habe einen Barhocker bekommen, der ja mega nice passt, weil wir heute einen Diner-Kochstream machen mit selbstgemachten Burgern, selbstgemachten Pommes und einem richtig pervers geilen Milchshake. Aber ich habe einen Barhocker, Metallica, Master of Puppets bekommen und war so, hä? Und dann habe ich gedacht, ja okay, das kann ja nicht der Spoiler für Stranger Things sein, sondern das haben sie mir geschickt, weil ich gesagt habe, ich mache so einen Diner-Kochstream, ja? Aber dann, ihr Lieben, habe ich nicht nur dieses sehr, sehr coole Shirt bekommen, sondern auch dieses Shirt. Und mittlerweile, nachdem ich die letzten beiden Folgen gesehen habe, verstehe ich es und finde es sehr traurig und super cool. Und jetzt fangen wir an mit den Kartoffeln. Wir machen nämlich die Pommes heute auch selber. Das Einzige, was heute nicht selbst gemacht ist, ihr Lieben, ist die Sahne für den Milchshake, weil ich finde, dass beim Milchshake Sprühsahne drauf muss. Alles andere machen wir heute selber. So, ich wasche einmal alles ab. Und dann, ihr Lieben, wenn ihr Kartoffeln selber macht. Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, einfach Wedges zu machen. Und die Kartoffeln irgendwie in so Wedges-Streifen zu schneiden, ein bisschen dicker, dann sind die auch nicht so knusprig. Oder aber wir machen die Kartoffeln gleich ein bisschen dünner, wir versuchen so richtige Pommes-Sticks zu machen. Und dann ist ein guter Tipp, die Kartoffeln, wenn ihr sie geschnitten habt, nochmal in eine große Schüssel mit Wasser zu legen. Denn das Wasser sorgt dafür, dass die Stärke aus der Kartoffel rausgeht und dann werden die im Ofen knuspriger. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich mache 3 oder 4 und dann noch. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Kartoffeln machen. Die Wissenschaft an sich. So, zunächst Pommes. Mein Gott. Ich verstehe, warum die Leute die Pommes aus der Tüte kaufen. Es ist so viel weniger Aufwand. Dafür werden meine nachher leckerer. Weil mit Liebe gemacht. Gleich die Burger-Auslegung. Was heißt denn, was ist eine Burger-Auslegung? Wie ist denn, also die Machenschaft des Burgers im Endeffekt? Also ich meine, Patty oben, offensichtlich. Patty oben, Patty unten, offensichtlich. Also, hier, ja. Brötchen. Ja. Wie ist deine Aufteilung dazwischen so? Das ist ja eine Sache, die man auch sich überlegen muss, weißt du? Also, Salat, Tomate. Wohin? Von unten nach oben. Ach so, du willst wissen, wie rum ich. Ja, natürlich, ist doch wichtig. Nicht? Also, ich hätte Burger Patty. Aha. Soße. Aha. Was für Soße? Auch wichtig. Ich habe Smoked Barbecue eine gekauft, die sehr geil aussieht. Dann Fleisch. Darauf. Ja, ist das? Nee, ich lache, weil wenn ich dir jetzt sage, was darauf kommt, wirst du so ein Oh machen. Ah, darauf kommt der geschmolzene Käse.
Mit den karamellisierten Zwiebeln und Champignons. Wie bitte? Ja. Und darauf kommt Tomate, Gurke, Salat, Burger Patty. Außer jemand möchte noch ein Spiegelei drauf, dann würde das auch noch da drauf kommen. Ich bin ja so ein Spiegelei auf Burger-Esser. Ey, Spiegelei auf Burger ist insane. Wiener, sind die letzten Kartoffelchen? Dann kommt da Wasser rein. Was wir jetzt machen, ihr Lieben, wir machen jetzt einmal Schüsselchen, in denen wir unsere unsere Tomaten und Gurken und ein bisschen Salat reinpacken und stellen die so schon mal zur Seite. Dann schneiden wir Zwiebeln und Champignons, die wir in der Branne anfahren. Mein Gott, die Hitze. Die wir in der Pfanne anbraten, um später den Käse drauf zu machen. Und wenn wir die Zutaten geschnitten haben, dann machen wir die Kartoffeln ready für den Backofen und für den Airfryer. Rabibi lacht mich immer noch aus. Das ist wirklich, was du teilweise für Dinger dir ausrechnest. Ich will die Pfanne. Ja, manchmal ist das so. Tomato. Ich bin kein Fan von Essiggurken auf dem Burger-Chat. Da müssen alle anderen immer mit drunter leiden, wenn ich koche. Denn dann gibt es für niemanden Essiggurken. Wer eine Essiggurke will, kann gefälligst selber kochen. So schlimm die letzte Folge von Stranger Things? Ja, es ist so traurig. Stirbt jemand? Oh nein! Ja! Nein! So. Oh shit, Leute, ich muss ganz kurz. Eigentlich will ich die vorher zu Ende machen, aber ich muss Nase putzen. Oh nein! Es stirbt auch jemand. Ja, die sind aber auch fies. Wie kann man denn so sein? Ich weiß nicht. Schneid dir mal ein Ringchen, so wie die deine Schüssel schon drin sind. Ja, hast du jetzt noch. Scheiße. Kacke, ey. Hier sehen wir the one and only Zwiebelschneider, Rabibi. Oh Gott, ich habe direkt eine kaputt gemacht. Tut mir leid. Wie kann man denn eine Zwiebel kaputt machen? Indem die eine schon abgefallen ist, die andere dann davor gefallen ist und jetzt habe ich ein Problem. Macht das ja ordentlich. Wieso hast ist du das so dick? Nee, weitermachen. Nee. Sonst kriegst du keinen Milchshake. How dare you? Ja, so. Oh. Puh. So, ich habe natürlich bei der großen Tinkerlehre und dem großen Ehrensache gelernt, ja, dass man die nicht durchdrückt, sondern durchschneidet. Ja, Rabe macht das so gut. So, wer hat das gesagt? Oder war das eine Aussage von dir? Nee, Miss Mickey hat das gesagt. Siehst du, ist die Sub? Nee. Kümmere ich mich gleich drum. Boah. Oh mein Gott. Okay, ja, jetzt. Was? Ja. Mein Make-up, scheiße. Ja, meins tatsächlich. Das war's mit Make-up. Zündkerze, danke, dass du Miss Mickey einen Sub geschenkt hast. Ja, korrekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal alle, Rabe voll der Profi. Rabe, so. Du machst das super. Ja. Du aber wunderschönes auch. Wesen. Das da kommen mir direkt die Tränen. Boah. Boah. Feier ich gerade ein bisschen, muss ich ja ehrlich gestehen. Jetzt aber schnell, ey. Jetzt aber schnell. Jetzt nicht schön, sondern fertig. Oha, na, die werden immer dicker, Rabibi. So, ich bin fertig. Tschüss. Boah. Aui. Ich kümmere mich jetzt kurz um die Pommes. Da mache ich nämlich das erste Blech voll. Das heißt, ich nehme jetzt hier die ersten Pommes mal aus dem Wasser und lasse die ein bisschen abtropfen. Trockne die gleich mit Küchentuch ein bisschen ab. Und dann kommen die ins Öl, also dann werden die mit Öl und Gewürzen ready fürs Backblech gemacht, ihr Lieben. Ich habe hier ein Olivenöl, ihr Lieben, was man ultra hoch erhitzen kann. Deswegen darf da Olivenöl drüber. Und dann kommt Pommesgewürz drauf. Ordentlich. Und jetzt wird das Ganze gut vermengt. Und dann kommt Nummer 1 schon mal aufs Blech. Und dann machen wir das mit den anderen auch. Dann können die Pommes in den Ofen. Circa 30 Minuten, dann sind die ready. Und in den 30 Minuten bereiten wir
die zwei Burger vor, die ersten beiden. Jetzt machen wir die geile Käse, Zwiebel, Pilz, Soßen-Dings. Gut, dann kommen jetzt hier die Pilze rein und die Zwiebelchen. Und dann wird das schön angebraten. So, das braucht immer, gerade in Zwiebeln, super viel Flüssigkeit. Die muss erstmal rauskochen. Aber in der Zeit machen wir einmal jetzt großes Geknete beim Burgerfleisch. Und dann machen wir danach zwei schöne Patties draus. Auch was machst du alles in Hackfleisch rein? Ein bisschen Beef-Gewürz und ein Klecks Senf. So. Ach, guck mal. Ich wundere mich, warum das nicht anfängt. Vielleicht einfach, weil ich die falsche Herdplatte habe. Cool. Ich muss hier einmal eine Testung machen. Ich sag's euch, Leute. Ein bisschen mehr Käse geht noch. Wer hätte damit rechnen können? Aber ich mache schon mal zwei, drei große Salatblätter ready. Und dann hoffe ich, dass die gleich durch sind. Oh ja, die wird ein bisschen voll gespritzelt. Guck mal, der ist so richtig schön klein geworden, hat also jetzt die perfekte Größe. Und dann kommt nämlich jetzt hier drauf, Achtung, schwer. Käse, Zwiebel, Pilzsoße. Mein Gott, ist die Pfanne schwer. Ich muss sie nochmal anders nehmen. So. Richtig schön. Drauf da. So, und dann Gurken und Tomaten. Schnubbels. This looks amazing. Ja, wie gesagt, es ist eine 30 von 10. Das höre ich gerne, aber wartet, bis ihr den Milchshake bekommt, Chat. Das, ihr Lieben, wird nämlich jetzt eine Perversität. Und wenn ich Perversität sage, dann meine ich das. So, du kriegst einen Bananenmilchshake, Rabibi. Ja. So, wir machen also Bananen in unseren Shaker. Dann kommt jetzt Wasser auf unseren Milchshake. Wasser. Milch auf unseren Milchshake. So, eine Packung Vanillezucker. So, das, ihr Lieben, war Step 1. And now we get Step 2. Step 2. Step 2, Step 2, Step 2, Step 2. What the heck? Holy shit. Wenn einer davon hell ist, tut's mir leid. Kannst du mir ganz kurz die After-Age-Stangen von da drüben geben? So, ladies and gentlemen, here we go with that milkshake. Tada! Das sieht schon gut aus. Guten. Welchen würdest du denn nehmen? Oh, ich habe mein Eigelb kaputt gemacht. Ich weiß, kann sein, dass der linke eine helle Creme drin hat, aber die ist auch sehr lecker. Der rechte hat auf jeden Fall eine dunkle Creme drin. Lass dir schmecken! Es wäre okay. Meinst du, jetzt tot umfallen, alles wäre in Ordnung? Aber ihr Schnuppis, ich danke euch an der Stelle für den schönen Kochstream. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihr Lieben. Es war sehr lecker, das wisst ihr nicht, aber das weiß ich. Ich muss Fenster aufmachen, ich brauche einen Ventilator und eine kalte Dusche, I don't know. Und muss noch aufessen und aufräumen, ich weiß nicht, wann ich es schaffen soll. Danke für den schönen Stream, ihr Lieben! Macht's gut und bis morgen.